Wenn Sie Lust haben, mit jungen Menschen zu arbeiten und Ihr schauspielerisches Talent ein bisschen einzusetzen, dann lade ich Sie ein, bei uns an der Schule Zentrum für Pflegeberufe NEA als Schauspielpatient mitzumachen. Hallo, ich bin Helga Stöhr, bin 68 Jahre alt und bin seit 2018 Simulationspatientin. 2017 haben wir festgestellt, dass wir eine neue pädagogische Möglichkeit haben. Unsere Schüler lernen unglaublich viel mit diesen Simulationspatienten. Es geht dabei darum, dass Schüler lernen, wie sie Schulungen und Anleitungssituationen mit Patienten durchführen. Denn Simulationspatienten können im Gegensatz zu echten Patienten ein richtig ehrliches, offenes und strukturiertes Feedback geben nach solchen Beratungseinheiten. Ich habe zum Beispiel eine Lieblingsrolle als Parkinson-Patientin, wo ich unsicher auftrete und die Schüler und Schülerinnen müssen mir erklären, was ich hier machen soll. Die Aufgabe von Pflegekräften ist ja, Menschen zu betreuen, zu begleiten, zu pflegen, aber auch sie zu beraten, wenn sie Einschränkungen haben, zum Beispiel durch akute oder chronische Krankheiten. Und genau das machen wir in diesem Projekt. Die Schauspieler spielen Patienten, die in einer ganz bestimmten Situation sich befinden und werden dann von den Schülern beraten. Zum Beispiel ein Patient, der Diabetes hat, der benötigt ja viel Beratung. Wie gehe ich mit dieser Krankheit um? Wie kann ich Komplikationen verhindern? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir so gut wie möglich geht, dass meine Lebensqualität einfach gut ist? Und das müssen die natürlich in der Ausbildung lernen, um das dann im echten Leben dann als Pflegekräfte den Patienten so weitergeben zu können. Es ist wunderschön, den Schülerinnen und Schülern beizubringen, menschlich, aber doch bestimmt mit dem Patienten umzugehen. Simulationspatient kann eigentlich jeder sein, der Spaß dran hat, mit jungen Menschen zu arbeiten und der sich einfach einfühlen kann in das, wie es einem Menschen geht, der krank ist oder irgendeine Einschränkung im Leben hat. Mehr muss man dazu eigentlich nicht können. Keine besondere Berufsausbildung oder man muss auch nicht aus der Pflege kommen. Und dann bekommen Sie eine Rolle zugeteilt, unsere Patienten, die ist also ausformuliert, die können sich da einlesen, können diese Rolle auch natürlich mit individuellen Details auch ausfüllen, je nachdem, wie jeder Mensch so ist, kann er auch seine Persönlichkeit ein bisschen mit hineinnehmen. Und dann werden diese Situationen gespielt zunächst im zweiten Schritt wird dann eben dieses Feedback gegeben. Das heißt, der Schauspieler gibt dann dem handelnden Schüler ein Feedback, aus dem er dann unheimlich viel lernen kann. Zum einen wird er gestärkt, denn es kommt auch sehr viel positives Feedback. Also die Schauspielpatienten, die schaffen das auch immer, ein Lächeln in das Gesicht unserer Schüler zu zaubern, weil sie auch gelobt werden und ein positives Feedback bekommen. Und natürlich bekommen sie auch gute und wertvolle Tipps, wie sie es besser machen können. Der zeitliche Aufwand ist nicht zu groß, es sind nur ein paar Termine im Jahr. Ich empfehle jeden, der Zeit hat und Lust hat, sich mit jungen Menschen zu beschäftigen, diese ehrenamtliche Tätigkeit zu machen. Es macht so viel Freude, mit jungen Menschen zu arbeiten und ihnen unsere Erfahrungen und unsere Werte weiterzugeben.